Frauenhandball-Bundesliga SASG Blomberg-Lippe trainierte zusammen mit dem TBV Lemgo. Vor rund 400 Zuschauern präsentierten sich die beiden Bundesligisten den lippischen Handballfans in der Blomberger Sporthalle an der Ulmallee. HSG-Trainer André Fuhr und sein Lemgoer Kollege Nils Pfannenschmidt stellten jede einzelne Spielerin und jeden einzelnen Spieler vor. Anschließend baten die Hallensprecher Sascha Quisbrock und Hartmut Ehlert zu einer Talkrunde mit den Trainern und Geschäftsführern. Der sportliche Aspekt kam aber auch nicht zu kurz. Nach einer Aufwärmphase traten zwei gemischte Mannschaften gegeneinander an. Interessante Konstellationen waren da vorprogrammiert. Schließlich spielte beispielsweise Xenia Smietz auf der Mitte an der Seite des Linkshänders Rolf Herrmann und Laura Magelinskas versuchte sich an Torerfolgen gegen ihren Lebensgefährten Thomas Bauer.